Noch Mann, warum hat sich keiner erschrocken? Ich bin's doch nur, seht ihr? Oh mein Gott! Ah! Dich. Es ist so grässlich! Okay, jetzt bin ich doch ein wenig enttäuscht. Ich habe gehofft, das Zombie-Sido-Kostüm käme ein bisschen besser. Na, wie dem auch sei, gehe ich halt als ein Blali. Привет, мои друзья! Willkommen zu einer grässlichen Ausgabe von iBloody. Und grässlich wird's nicht, weil ich vor der Kamera stehe, johohoho, sondern weil sie euch nahezu verstören wird. Ihr werdet euch in die Hosen scheißen, pissen und gleichzeitig ein Kind gebären, auch wenn ihr männlich seid. Videospielmythen. Ich stelle euch die Top 5 meiner Lieblingsmythen vor und ihr dürft raten, ob sie wahr oder falsch sind. Genau, wir machen einen X-Faktor über Videospiele. Das gab's noch nie, das gibt's jetzt! Bei der Top 5 handelt es sich um das Spiel Super Mario Galaxy 2. Und ich rede hier nicht über den You Are Mr. Gay Easter Egg, sondern über Aliens. In der fünften Welt gibt es eine Galaxie, die sich Heiß-Kalt-Galaxie tauft. Schaut ihr direkt am Anfang nach links, hoch auf die Klippe, stellt ihr fest, dass euch drei düstere Gestalten beobachten, die aussehen wie fucking Aliens. Nirgendwo sonst im Level sieht man sowas. Nur an besagter Stelle. Laut einem Statement von Nintendo sollen das letztendlich nur Bäume darstellen. Ja, Bäume. Der da hinten ist ja noch viel hübscher. Einige Leute haben sich in das Spiel reingehackt und rausgefunden, wie das Hintergrundbild heißt. Beyond Hell Valley Sky. Frei übersetzt wäre das Jenseits des Höllentalhimmels. Klingt nicht sehr kinderfreundlich, oder? Ob der Mythos stimmt oder nicht, das weiß man nicht. Einerseits sagt Nintendo, das wären ja nur Bäume. Aber jetzt mal ernsthaft. Sehen so Bäume aus? Was meint ihr, meine Freunde? Waren das wirklich nur Bäume? Oder war das nur eine Ausrede seitens Nintendo? Schreibt in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Mythen um Mario. Wer hätte es gedacht? Aber immer noch besser als der Mythos, Mario wäre ein Kommunist. Aber dann auch Peach mit seinem Bruder teilt. Neue Vorlagen für Hentais. Aber einiges würde er dafür sprechen, oder? Ich meine, er trägt rot, die Farbe des Kommunismus, einen Stalinbart, will genau wie Stalin einen König stürzen für die Freiheit seines Volkes. Und da ist auch schon der rote Kommunistenstern. Mein Gott, Mario Stalin! Ich renne panisch im Geist! Ah! Aber jetzt mal Spaß beiseite. Kommen wir zu... In dem Spiel Sonic CD soll es eine Art satanische Botschaft geben. Im Titelbild gelangt man durch einige Tastenkombinationen ins Soundtest-Menü. Ab hier habt ihr die Möglichkeit, eine Art Code einzugeben. Gebt ihr ein ganz bestimmtes ein, soll eine creepy Message vor euren Augen aufploppen. Meint ihr, ist es echt? Meine Antwort hierzu ist leider... Oh ja! 46, 12, 25. Sonic befindet sich im Hintergrund und sieht aus wie ein abgefucktes Monster. Bei dem japanischen Text steht frei übersetzt, der Spaß ist unendlich. Sega Enterprise. Gezeichnet, der Teufel. Begleitet wird das Ganze von der Musik hier. Sega? Laut einem Statement der Entwickler haben die das nur zum Spaß eingebaut. Ja, kleine Kinder traumatisieren macht hier so viel Spaß. Was meint ihr? Findet ihr unterschwellige Botschaften okay? Schreibt in die Kommentare. Kommen wir jetzt zu. Es gab mal einen Jungen namens Matt, der einem alten mysteriösen Flohmarkthändler das Spiel Zelda Majora's Mask abgekauft hat. Was er aber nicht wusste, das Spiel war verflucht. Es war bereits ein Spielstand drauf und dieser trug den Namen Ben. Matt löschte ihn und fing ein neues Spiel an, doch merkte er schnell, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Das Spiel war irgendwie total verbuggt. Alles voller Grafikfehler, die NPCs sagten teilweise komische Dinge und an einigen Orten spielte die Musik sogar rückwärts. Nebenbei wurde er von dieser ekelhaft gruseligen Link-Statue verfolgt, die immer wieder vor ihm spawnte. Matt zeichnete diese merkwürdigen Geschehnisse auf YouTube auf und die Videos existieren wirklich. Im Laufe der Aufzeichnung wird klar, dass die Statue Ben darstellen soll und dem Spieler irgendwas sagen will. Und zwar, dass er im echten Leben tot ist, indem er ertrunken ist. Viele Leute spekulieren, dass der alte Flohmarkthändler Ben umbrachte. Einige meinen sogar, er wäre sein Vater gewesen. Aber was meint ihr? Glaubt ihr der Geschichte? Meine Antwort hierzu ist nein. Es ist lediglich eine Creepypasta und natürlich völliger Blödsinn. Der YouTube-Nutzer hat bereits zugegeben, dass es alles nur ausgedacht ist. Und die Spielebugs anhand von Cheats entstanden sind. Wie ist eure Meinung dazu? Also ich bin froh, dass Ben nicht existiert. Wer die Musik von Lavania, der alten Pokémon-Spieler, kennt, der weiß, dass sie irgendwie ziemlich gruselig ist. Aber wusstet ihr, dass der Song eine Beta-Version hat, die angeblich Kinder getötet haben soll? Der Song verfügt über sogenannte binaurale Töne, was leicht unterschiedliche Frequenzen verursacht. Einige Leute bekommen dadurch Kopfschmerzen, andere müssen sogar kotzen. Die Entwickler sollen das mit Absicht eingebaut haben, damit die Kinder in Lavania sich unwohl fühlen. Was meint ihr? Stimmt der Mythos? Meine Antwort hierzu ist... Jein! Das mit den Suizidkiddies ist natürlich nur ein Gerücht. Aber die binauralen Beats sind wirklich drin. Also ich habe das reingezogen und ich habe Kopfschmerzen bekommen. Deswegen rate ich jedem davon ab. Ansonsten bin ich wie immer für nichts verantwortlich. Kinder sind bekanntlich anfälliger auf sowas. Und wenn ich mir vorstelle, ja, da ist ein Kind, das war schon vorher psychisch krank und... Ja, das Lied macht ihn wahnsinnig, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er eventuell Selbstmord begeht. Was meint ihr? Kann ein Lied solche Auswirkungen haben? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu dem abgefucktesten Shit ever. Top 1. In meinem Lieblingsspiel findet eine Abtreibung statt. Geigers, der Endboss aus Earthbound, kann nicht klar denken und redet wirres Zeug wie zum Beispiel Lass uns Freunde sein oder Ich bin glücklich, wo man sich denkt, what the fuck? Der Entwickler Shigesato Itoi sagt, die Inspiration für dessen Dialoge wäre
ein Kindheitstrauma gewesen. Als Kind sah er ungewollt eine Szene aus dem Film, die er als Vergewaltigung wahrgenommen hat. Wenn man Geigers den Endboss genau betrachtet, sieht man einen verfickten Embryo. Symbolisch betrachtet bekämpft man also einen Fötus, aber das ist noch nicht alles. Der Bosseingang könnte eine Vagina darstellen und im Inneren läuft man auf Organ. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Abtreibung in einem Kinderspiel für Super Nintendo. Als wäre der Endkampf nicht verstörend genug. Ich meine, hört euch die Bossmucke an. Ob der Mythos stimmt oder nicht, das weiß man nicht. Ein Statement gab es nichts. Was meint ihr? Soll das eine unterschwellige Meinung darstellen? Will Shigesato Itoi sagen, dass man abtreiben sollte, wenn man vergewaltigt wurde? Schreibt es in die Kommentare. Auf eure Meinung bin ich extrem gespannt. Ich hoffe, das Special hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch und teilt das Video euren Freunden. Klickt hier für Dribunali und hier für Dribunali. Vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Happy Halloween! Juhu!